Yo, was geht, was geht? Heute wird wieder ein bisschen GDDP weitergemacht. Ich habe eigentlich vor, die Silberstufe zu beenden, den letzten Hard Demon zu machen. Und da habe ich schon 93% leider. Den habe ich schon ein bisschen gespielt, den Demon. Ein bisschen sehr viel. Und ich glaube, ungefähr 5 Minuten 50 ist der lang. Das ist halt schon hart. Bei so einem langen Level, bei 93% zu sterben, will man nicht, aber passiert. Ich glaube, ich hatte auch einen Tod bei 91 oder so, aber. Also, relativ besonders das Level auch, weil es gibt jetzt, glaube ich, nicht sehr viele Hard Demons, die so lang sind. Fast 6 Minuten. Und ich glaube sogar fast einer meiner Lieblings-Hard Demons. Weil dafür, dass es so lang ist, das Level, ist das Gameplay und auch die Dekoration dauerhaft einfach sehr, sehr gut. Oh, und heute mal mit dem schwarz-roten Skin, weil ich weiß nicht warum, aber ich finde einfach, dass der irgendwie besser passt bei dem Level. Ich glaube, in dem Video hier werde ich gar nicht so viel reden, weil das Level ja an sich schon so lang ist. Deswegen will ich nicht, dass das Video so über 10 Minuten geht oder so. Am Ende wird es wahrscheinlich doch über 10 Minuten gehen, aber nur ein kurzer Einspielrun. Da gehe ich sofort auch rein. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute dieses Level hier gebaut haben, aber bei so einem langen Level die Qualität so hoch zu halten die ganze Zeit, ist schon sehr schwer, sowas zu machen. Und es gibt auch einen ganz anderen Weg mit Coins, glaube ich, und Achievements und so für halt die Silbermünzen. Aber den will ich jetzt nicht machen. Da habe ich irgendwie nicht so Lust, das zu lernen. Aber das ist sehr cool, das habe ich bei Nexus gesehen. Das ist auch sehr kreativ. Meiner Meinung nach ist das hier der stressigste Part. Also eigentlich das Ende, aber das hier. Im Normal Mode sterbe ich hier viel zu oft, weil man dann schon 2-3 Minuten im Level ist. Also eigentlich nur der Ship-Part. Wenn man dann schon 2-3 Minuten im Level ist, das dann schon ein bisschen stressig ist irgendwie, keine Ahnung. Weil alles nach dem Part hier kann ich eigentlich sehr gut. Ich habe ein bisschen sehr viel geübt. Ich wollte halt eigentlich nicht, dass sowas wie bei 93%, sowas wollte ich eigentlich vermeiden. Ja, hat jetzt nicht so geklappt. Eigentlich würde ich sogar gerne mehr Videos machen und auch schneller Videos machen. Aber das Cutten dauert bei so einem Videos halt viel zu lange irgendwie. Aber das liegt auch nur daran, dass ich bei der Rohaufnahme die ganze Zeit alles halt wirklich 4-5 Mal sage, weil ich mich die ganze Zeit verspreche oder so. Und ich hoffe, dass das noch besser wird, weil ich höre mich halt wirklich an wie ApoRed bei der Genshin Impact Werbung. Aber ab hier sollte ich eigentlich nicht mehr sterben. Da bin ich mir relativ sicher sogar. Vielleicht beim letzten Jump, weil der ist noch ja schwer im Vergleich zu dem hier. Ja. Okay, dann gehe ich mal rein im Normal Mode. Ich glaube, bei dem Level hier werde ich heute leider keine Clips reincutten vom Normal Mode, weil bei dem Level muss ich mich sehr fokussieren, um irgendwas zu erreichen. Deswegen kommen hoffentlich keine Fails mehr, sondern hoffentlich werdet ihr gleich den letzten Run sehen, wie ich es dann schaffe. Bis dahin dann.
silence. Wondering if we're doing this with anybody else. Geschafft. Alter, was?
Crazy, Digga. Oh mein Gott, mein Herz, noch nie so einen Puls gehabt. Boah. 5 Minuten 40 ist zu viel, Alter. Oh. Erstmal was trinken, wichtig. Boah. Junge, wie viel Attempts? 2420. Ich glaube, ich hatte auch noch ein paar Copies, also noch mehr als das, aber crazy. Alter. Okay, ich muss jetzt erst mal kurz runterkommen und dann melde ich mich nochmal. Ja, viel mehr habe ich auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich hoffe, ihr habt noch alle einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.